größte Knall im All. Captain Pip-Dotter. Hier kommt Dotter. Spacefans, hallo! Ich weiß nicht, wie gut euer Erinnerungsvermögen funktioniert, aber meines sagt mir, dass wir in der letzten Episode ziemlich in der Klemme waren. Der Blub war gar kein Blub, nach all dem Stress. Es war das getarnte Raumschiff meines alten Erzfeindes Drudix, König von Sargaudia. Die übleste Rasse im Universum. Ekelhaft und auch sonst ziemlich... Er warf uns einfach kurzerhand in ein Verlies auf seinem Raumschiff. Ja, Tessie. Dieser Drudix ist ein ekelhaftes Monster. Si, Capitano, die Ragazza hat recht. Ist eine elende Schweinehunde. Ja, es ist wahr. Das letzte Mal, als ich ihn traf, habe ich gerade noch seinen Plan vereitelt, aus der Milchstraße einen Joghurt zu machen. Einige Tage später. Oh, Captain, ich halte das nicht mehr aus hier. Seit Tagen nur Wasser und Brot. Guckt euch mal dieses dreckige Wasser hier an. Das ist das Brot. Keine Panik, Tessie. Ich habe eine Flasche selbstgemachten Wein bei mir. Die Wachen haben sie bei der Kontrolle übersehen. Selbstgemachter Wein? Schmeckt das überhaupt? Klar, ich habe ihn mit meinen eigenen Füßen gepresst. Du, Tessie. Ja, Captain? Was ich mal fragen wollte, was haben die Sargauden mit dir gemacht da oben, als du alleine mit ihnen im Zimmer, du weißt schon. Das war schrecklich. Zuerst dachte ich, es sind Leute vom Verfassungsschutz, weil sie alle Turnschuhe und Trenchcoats anhatten. Und weiter? Die hatten nichts drunter. Captain! Ja, Dr. Gatefinger, was geht? Ich hab die Idee, wie wir hier rauskommen. Ah, fein, schießen Sie los. Also, wenn ich mein Hemd ausziehe, so, und dann das Ding in kleine Streifen reiße, so zum Beispiel... Dann können wir die Enden aneinander knoten und dann vielleicht oben durch den Schacht. Gatefinger, seit wann tragen Sie einen BH? Ja, seitdem meine Frau in meinem Handschuhfach gefunden hat. Oh, Captain. Ja, Tess? Gibt es keine bessere Idee, wie wir herauskommen endlich? Bessere Idee? Ich habe immer bessere Ideen. Ich rede einfach mal mit dem Wachposten. Hey, Zollmeister, kommen Sie mal her. Was gibt es, Captain? Arbeiten Sie schon lange hier? Nein, nicht so lange. Seltsam. Sie sehen aus, als ob Sie schon unheimlich lange hier arbeiten. Es war eine hässliche Kreatur mit drei Augen und einer gebrochenen Nase. Ich sah sofort, dass sie gebrochen war, denn wenn sie lief, dann humpelte sie. Capitano! Giuseppe, was gibt's? Ich muss sofort nach Hause. Wieso? Ich habe fünf Bambini. Und meine Pizzabäcker hatte gestern gekündigt. Okay. Dr. Gatefinger und ich brüteten sofort über einen Plan, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen konnten. Denn diese Quälerei musste ein Ende haben. Tessie? Ja, Captain? Dein Glas ist leer. Möchtest du noch eins? Was soll ich mit zwei leeren Gläsern? Oh, Mann! Was nun? Kommen Sie raus oder nicht? Noch werden Wetten angenommen bei einer Quote von 8:1.